Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Let's Play DayZ. Kevin ist wieder mit dabei und Yay. hi, Wiggle Wiggle. Und wir sind hier ein bisschen im Inland unterwegs, wollen uns ein bisschen von den großen Städten fernhalten und machen das im Moment auch relativ gut. Und wollen wir da mal weiter? Ja, Aber bitte. ich muss mal Ich gerade auf bin. die Karte gucken, wie wir denn auch jetzt weiterlaufen müssen, damit. Wie es So, aussieht, weißt jetzt du, ich haben duck wir. mit Fäusten. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich glaube, wir benehmen die Möglichkeit, dass wir jetzt einfach. Schwierig. Ich würde sagen, wir gehen einfach den Weg jetzt geradeaus, bis wir nach Polana kommen. Das ist ein bisschen, noch ein bisschen weg, aber egal. Machen wir einfach mal. Auf geht's. Dann leite ich uns mal ein bisschen dahin. Dann sind wir nämlich wirklich schon relativ nördlich und ich kann nicht laufen. Los. Ja, Bergauf, weißt du, so anstrengend. es ist wirklich, also schon die ersten paar Meter, das ist sehr grauenhaft. Und das Haus links sollten wir uns mal anschauen. So einen kleinen Tipp. Da mal rein, ich guck mal die anderen Häuser, vielleicht hat man ja da. Nee, da ist wahrscheinlich nichts. Nur. Und das finde ich da, das ist ein bisschen Zeug, weißt du, was ich meine. Ja, natürlich. Aber ich sage das einfach immer nur nach Chancen. Es ist ja nie eine Garantie. Eine M4. Nein. Für einen Ja, Bruchteil kann einer schon mal Sekunde sein. wollte ich es dir glauben, aber. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, nee, dir glaube ich nicht. Und ist da einfach zu dem Haus. Nee, da ist nichts. Sehr schade eigentlich. Aber ich gehe jetzt trotzdem rein. Ich gehe jetzt trotzdem hier rein. Zeitverschwendung. Ich gehe trotzdem. Ah! Oh Mann. Da habe ich aber gerade verjagt. Ja. Ich habe gegen die Holzwand geschlagen. Alter, ich dachte jetzt hier wäre was oder so. Ja, auf geht's. Okay. So, warte, ich Trollalalalalalala. muss den Bug. Was? Natürlich ein Spiel. Ein Spielfeature. Ja, it's not a bug, it's a feature. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir wirklich uns ein bisschen verdulden. Wir laufen nämlich jetzt wirklich ein gutes Stück. Ja. Naja, ich hab. Also, Essen haben wir, getrunken haben wir, haben zwar nichts zu trinken bei, aber. Ich glaube, Ja. das hält erstmal eine Weile. Im Haus ist hier auch nichts. Ich laufe einfach mal drin vorbei. Oh, hier ist ein Wegschild. Oh ja, das Das, ja, das nimmt sich nichts, ne? warte, 2 Kilometer, 2 Kilometer. Und nach geradeaus, da ist eine Sackgasse oder was? Nee, Achso, nee, geradeaus nach ist. Achso, geradeaus okay. ist eine. Warte mal, lass mal Weiß gucken. nicht. Nach geradeaus ist eben eine relativ große Stadt. Ich muss jetzt einfach mal gerade gucken. Ja, und dann könnten wir. Ja. Wir haben relativ gute Möglichkeiten da im Norden. Oh ja. Können wir machen. Warte, ich esse mal kurz was. Brauchst du auch was zu essen? Nö, ich bin komplett voll. Okay. Gut, Moment. Dann geht's weiter. Und auf geht's. Und jetzt können wir uns wirklich verdulden. Bei der nächsten Abbiegung stehen wahrscheinlich ein paar Häuser. Da könnten wir uns Okay. zwei von anschauen, aber danach Weil im erstmal. Moment habe ich das Gefühl, dass hier im Inland ganz schön viele Orte nebeneinander liegen. Ja, aber das täuscht, ganz ehrlich. Finden wir ja noch einen Jägersteig oder so. An was? Ein Jägersteig, da so ein Bötchen. Würde ich dir sagen, wenn wir einen hätten. Ach. Aber der nächste, den ich da auf der Karte sehe, der ist ein Umweg. Wir müssen jetzt dann Okay. nach rechts laufen durch den Ja. Wald und Ja, nee, komm. das würde dann Und dann wahrscheinlich ist auch da eh nichts. bergauf gehen und ja. So, Ah, da ist ja schon du guckst dir das Haus an die. der Weggabelung auf der linken Seite an und ich gucke die Weggabelung runter, guck mir das Haus auf der rechten Seite an. Und du nimmst das Häuschen hier vorne und ich gehe mal gerade den Meter weiter runter und gucke mir das rechte Haus hier an. Komm, gib mir den Shit hier in den Haus. Ja, da bist du jetzt richtig scharf drauf, irgendwie eine M4 zu bekommen, einfach mal so random. Ja, Dafür müssen wir aber dann okay. Aber dann schon. habe ich eine M4 und keine Muni. Ja, gell? Ich habe eine M4, ich mach dir Angst. Irgendwas misst denn? Sonnenein. Manchmal sieht so ein Sonneneinstrahlen auch aus wie irgendwas, irgendein Gegenstand. Hier ist leer, das Haus ist ein Klopf. Ja, hier finde ich irgendwie auch gerade nichts, das ist ein bisschen Was schade. ist denn hier mit diesem etwas größeren Haus da, mit der Lager? Hier ist noch ein Rucksack, aber der ist klein. So, das meintest du wahrscheinlich. Ja, und hier ist nichts mehr sonst. Dann gehe ich wieder mal auf die Straße zurück. Hier ist nichts mehr. Dann müssen wir weiter.
Ja, und jetzt haben wir hier noch einen Kilometer und dann sind wir Ah, irgendwie ja, das bei. geht ja. Das ist nicht so viel. Ja, das geht wirklich irgendwie. Das sind jetzt vielleicht 5 bis 10 Minuten. Aber immerhin, ne? Also man läuft hier schon immer Oh noch ein nein, bergauf, bitte Stückchen. nicht. Nee, es geht, es geht. Also wenn ich Okay. noch laufen kann, dann kannst du das, glaube ich, auch. Das müsste funktionieren. Na, na, na. Und jetzt irgendwie da hinten. Nee, da ist nix. Aber da oben in Polana, da können wir uns ein bisschen die Stadt anschauen. Bisschen Sightseeing. Und ich weiß nicht, ob wir dann weiter in den Norden wollen, weil dann entfernen wir uns immer weiter von den wichtigen Punkten. Okay. Ja, weiß ich nicht. Muss ich Bin ja gleich mal auf der Kartenleser. Karte. Muss ich gleich mal auf der Karte gucken, so ganz mies. Hier links unten ist nichts Besonderes, sind zwar ein paar Häuschen, aber eigentlich eh uninteressant. Laut Karte. Karte und jetzt liegt da alles im Ja, Ah natürlich. Ja, ja. klar. So die One-Hit-Waffen und alles. Und unendlich Muni und Rüstung aus Diamant und so. Ist Ja, klar. genau. Minecraft. Episch. Was hier noch fehlt, ist eine schusssichere Weste, also schusssichere Weste, also so kugelsichern, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, Das ob war es die alles nicht drin. sogar schon gibt, oder? Weißt du da was? Weiß nicht, ich habe noch nichts gehört oder gesehen davon. Okay. Ist schon drin, keine Ahnung. Aber es sind eine Menge Sachen drin, die wir noch nicht ausprobiert haben. Auf jeden Fall. Ja, auch noch eine Menge Sachen, die noch gar nichts bringen. Obwohl, weiß ich gar nicht. Doch, dieser Wasserkocher zum Beispiel, ich glaube, der bringt noch gar nichts, kannst du noch gar nichts mit anfangen. Obwohl, damit kannst du dein Wasser, glaube ich, Ah, reinigen. aber ich glaube, das funktioniert auch alles gar nicht so. Was sind da das bestimmt nichts. So, und jetzt sind wir schon in Polana. Gleich. Und da muss ich gleich einfach mal gerade auf die Karte gucken. So ein bisschen hier am Ortsschild Der bleibe ich mal stehen. Kartenordinator. So. Ja, mein Und Schild braucht nicht immer ewig, bis ich die Schrift lese. so, Ey, okay, halt dann mein Alter, was? gehen wir einfach mal weiter bis zum. Boah, hier kann ich wieder nicht laufen. So. Bis zur nächsten Weggabelung nach rechts. Da kannst du mal gucken. Am Ende dieses Wegs ist ein Haus rechts und ein Haus links. Und da kannst du mal reinschauen. Ich gucke mich jetzt mal hier in der Mitte des Ortes um, weil hier ist nämlich ein Supermarkt. Und ein Zombie. Ich glaube, den muss ich mir jetzt gleich mal gönnen. Kombis sind vielleicht zum Teil ein ganz gutes Anzeichen, dass hier noch keiner war. War so die einzige Hoffnung. Oh, was ist hier? Der riecht mich doch, ganz ehrlich. Kombis hier, nein, nein, nein. Firewood? Na, eher nicht. Gut, hier waren nun Schraubenzieher drin in dem echten Haus. Oh, nee, warte mal, hier nochmal. Oh, was ist das? Rope? Cargo-Pants, yay. Nö, Ein der Zombie. Zombie interessiert sich nicht, nur weil hier so eine Pseudowand davor ist. Ein Medikit. Eine Orange. Die Axt los. Sehr cool, wirklich. Also so die ganzen. Also wofür brauchen wir eigentlich das ganze Seil? Damit kann man gleich Leute irgendwie festbinden auch. Ja, Hier. ich glaube. Wir Banane. können sich erstmal bandagieren. Weapon Cleaning Kit. Sehr cool. Ah. Okay. Bitch. Oder mich angreifen, der kleine Lappen hier. Verreck. Nur weil die Hintertür offen gestanden hat. Das ist ja gemein. Mal durch die Hintertür. Ja, echt Oh. so. Und hier sehe ich jetzt nichts mehr rumstehen, rumliegen. So. Aber wir haben eigentlich wirklich eine Menge gefunden. Nur weißt du, was wir immer noch Ja. nicht gefunden haben? Eine Wasserflasche. Was können? Ah, stimmt. Ja, stimmt. So zu trinken haben wir jetzt ganz. Eine Cola-Büchse haben wir gefunden. Wahnsinn. Ja, gell? Ja, was stöhnt denn mein Typ so rum? Hier ist übrigens Gar nichts. noch so eine Kappe, die du nehmen könntest. Oh, ich hab eine Karte. Bist du denn jetzt eigentlich? In den Supermarkt? Nee, das ist schon da gegenüber in den Häusern. Da scheint sich ein bisschen was zu verbergen. Verbergen. Ich guck mal hier so ein bisschen rum. Okay. Was haben wir hier? Rotten Kiwi? Nö, eher nicht so.
Gaslampe, cool. Gaslampe ist cool. Aber wir. Hey, hier ist ein Erste-Hilfe-Kit. Ein Kompass. Mensch. Aber ist ja geil. Leute, hier liegt ein Erste-Hilfe-Pack, aber ich kann es nicht aufnehmen oder reingucken. Ich glaube, dann habe ich das genommen, das ist leicht verbuggt. Ja, genau, das ist es. Ja, I'm feeling hungry. Ja, ach, kein. Hey, hier ist ein Pistolenholster, das ist immer gut. Und was? So ein Chestholster. Achso, okay. Eine Pistole reinpacken, wenn du eine hast. Los, ich will noch was essen. Hallo, ja, hier ist ein Zaun auch schön. So, ja, hör auf rumzustöhnen hier. Doch gar nichts. Und die Orange muss jetzt auch noch dran glauben. Und die Banane muss jetzt auch noch dran glauben. So, was haben wir hier? Eine, ja, Wollmütze. Voll. So, und da habe ich mich jetzt ein bisschen dran voll gegessen. Oh, das ist ein Brunnen. Und hier finde ich nicht mehr als noch einen Baseballschläger. So, wir haben ein bisschen was drin. Was? Ah, achso, ja. Klingt gleich mal wieder was. So. Ja, ich komme mal gerade runter. Ups. Das ist ein bisschen buggy. So, jetzt muss ich mich hier mal nochmal orientieren. Genau. Da gibt es noch zwei Dinge, die ich mir anschauen möchte. Ansonsten gibt es hier eine nur Matchbox, was auch immer eine Matchbox machen. Matchbox, das sind Streichhölzer drin. So, hier gibt es so diese Straße nach links. Und da gibt es so eine Abbiegung und da gibt es hier da bist du. So ein Haus, das müssen wir mal anschauen. Wenn das das ist, was ich denke, dass es ist, dann sind hier Kenzerdienst drin. So, ich sprinte hier schon durch. Wieso möchte gern Daisy Profi? Und hier kann man nicht durch, das hätte ich wissen müssen. Und auf ins Obergeschoss, und da ist meistens sowieso irgendwie nix. Und hier unten wieder raus. Eine Kiwi, eine normale Kiwi. Verreck, verreck. Shit, ouch, ouch. Kannst du noch, brauchst du noch, so, brauchst du noch Hunter Pants? Stimmt, könnte ich gut gebrauchen, weil ich habe nur grüne Jeans. Okay. Und jetzt fangen wir mir irgendwie Grafikbugs an. Auch ein bisschen doof. Bring ich die mal mit. Jetzt bin ich gerade hier. Jetzt mal gerade gucken. Da vorne habe ich mir schon alles angeschaut. Jetzt gehe ich mal gerade zurück. Warte mal. Ich gebe dir mal gleich die Hunter-Gems. So, kann das sein, dass mir irgendwie gerade was wehtut? Nein, das bin ich, der hier rumstöhnt. Warum? Keine Ahnung. Okay, na gut, dann muss ich mich gerade nochmal umschauen. Wo war denn der Supermarkt? War da hinten, ne? Ja, warst du da noch nicht? Ja, doch, aber da hinten dran ist irgendwo so eine Baracke, wo man. Ich guck mal hier noch weiter vielleicht. Obwohl, nee, also was so Waffen angeht, da kommt es mir irgendwie so vor, als wären diese Waffendrops, die auf der Karte markiert werden, alles außer Feuerwaffen. Das ist. Ich glaube, dafür braucht man wirklich entweder irgendwie eine Militärbasis oder man braucht eine Polizeistation. Ah, hier hinten warst du schon drin. Wollte ich nämlich auch gerade rein. Hier scheint es nämlich. Hier gab es so ein Dosebohnen. Ah! Was? Mein Zombie hat mich ein bisschen. Zombie? Okay. Warte, soll ich ihn erschlagen? Ich glaub, die hast du, gut. Ja, habe ich schon. So, wir haben jetzt 3 Kilometer zur nächsten Stadt nach links. Nach Gorka. Bevor du hier weiter guckst, da oben, guck mal, da sieht das Haus so groß aus. Was ist das da oben? Gerade gucken. Übrigens, wenn wir hier weitergehen, was haben wir denn da? Okay, wir müssen wirklich nach Gorka weitergehen. Also aber wenn wir. Links. Ich habe da eine Idee. Wir gehen aus. Ja, habe ich. Ich habe. Glaube ich, keine schlechte Idee. Ja, das machen wir so. Sind wir gerade an der Weg. Ganz kurz, was ist denn das da oben für ein Haus? Das sieht so groß aus. Da ist Kleidung drin.
Da gucke ich mal nach. Ja. Ich habe noch ein normales T-Shirt, vielleicht ist da Okay, ein gut. Video. Aber der Part hat sich jetzt auch wieder verabschiedet und du, bevor wir da vielleicht beide hochgehen, würde ich sagen, ja, machen wir nochmal einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Part. Tschüss.